Die Bundessparte für Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich verleiht zum dritten Mal die Hermes Verkehrslogistikpreise in der Wiener Hofburg. Ausgezeichnet werden jene Unternehmen, die sich für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, Fortbildung der Mitarbeiter und energiesparende Prozesse im Betrieb engagieren. Der Hermes Verkehrslogistikpreis ist der wichtigste Preis, den die Branche an Unternehmen vergeben kann. Die Wirtschaftskammer Österreich gemeinsam mit dem Logistikkurier zeichnen Unternehmer in verschiedenen Kategorien aus und Unternehmer werden vor den Vorhang geholt, um zu zeigen, welche tolle Leistung sie Tag für Tag in dieser Republik, aber auch im Export, in der Welt generell vonstatten bringen. Ja, der Stellenwert der Verkehrswirtschaft für die heimische Wirtschaft ist ein ungeheurer. Österreich liegt im Mittelpunkt Europas, im Schnittpunkt zwischen Nord und Süd, zwischen West und Ost. Wir verdienen die Hälfte unseres Wohlstandes in Europa, außerhalb Österreichs. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und da muss man wissen, dass wenn wir Güter nach außen bringen, dass wir hier unsere Verkehrswirtschaft brauchen, optimale Logistiksysteme, ökologisch großartige Fahrzeuge und bestens motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dort, wo das zusammenkommt, dort ist eine leistungsfähige Verkehrswirtschaft, die auch eine erfolgreiche ist. Ich bin sehr froh, dass wir mit der Wirtschaftskammer und mit der Fachverband Logistik einen Partner haben, der in Fragen der Verkehrspolitik, der Logistik, des Gütertransportes mit uns kooperiert. Der Gütertransport ist ganz entscheidend für den österreichischen Wirtschaftsstandort. Was sind denn noch die Probleme in der Branche? Probleme haben wir viele in der Branche. Auf der einen Seite Überreglementierungen, Bürokratie, die sich anhäuft, gerade im europäischen Kontext. Wir wünschen uns ein starkes, ein einheitliches Europa. Wir sehen aber immer mehr ein Auseinanderdriften in Europa, in den Regelungen, in den Interpretationen der unterschiedlichen Regelungen, die zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Und auf der anderen Seite, der Standort Österreich ist zu teuer. 45% Steuer- und Abgabenquote, eine Maut im europäischen Spitzenfeld, eine sinnlose Diskussion um eine flächendeckende Maut, das brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Entlastung, dass wir die KMUs, das Gerippe nicht nur stärken, sondern auch mit Fleisch und Muskeln versehen, dass wir erfolgreich in die Zukunft gehen. Wir haben im Rahmen des Verkehrsplanes auch vereinbart, dass wir die Anliegen der Branche miteinander diskutieren, dass wir Forderungen entwickeln, dass wir die Schritt für Schritt umsetzen. Und ich bin heute froh, schon sagen zu dürfen, dass wir die ersten wichtigen Schritte umgesetzt haben. Wir haben einen Logistikbeauftragten im Ministerium bestimmt, der die Koordination übernimmt, damit Logistik auch einen Ansprechpartner im Ministerium, in den Behörden hat. Wir haben auch Wünsche der Logistikbranche umgesetzt, wenn es darum geht, die Kosten der Fahrerkarte zu reduzieren und wenn es auch darum geht, umweltgerechte Mautpolitik zu betreiben. Und da ist es auch gelungen, einzelne Aspekte der Maut auch zu reduzieren. Wir haben heute bei der Veranstaltung Herrn Bundesminister auch einen Lösungsansatz mitgegeben, in Europa multimodale Verkehre zu stärken. Die einfache Lösung: erhöhen wir das höchstzulässige Gesamtgewicht für kranbare Sattlerflieger von 40 auf 41 Tonnen, denn wir müssen das Potenzial auf der Straße schaffen, um die Chancen auf der Schiene nutzen zu können. Dann diskutieren wir in der Zukunft nicht mehr über Anzahl von Transitfahrten von türkischen LKWs, sondern dann sind es unsere heimischen Unternehmen, die türkische Auflieger von der Bahn übernehmen und zum Kunden bringen. Bringt Arbeitsplätze, bringt Wertschöpfung, bringt den Herrn Bundesminister was, den Herrn Finanzminister was, der Republik Österreich, und ich bin auch glücklich.